Vor wenigen Wochen machten Stefan Meross, 47, und Anna-Karina Wojcik, 30, ihr Liebesaus offiziell. Die Blondine scheint bereits mit ihrem noch Ehemann abgeschlossen zu haben, so zeigte sie sich bereits mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Nun setzte auch der Moderator ein deutliches Zeichen, dass er die Zeit mit Anna-Karina hinter sich lassen möchte. Stefan Meross, alle Pärchenfotos mit Anna-Karina Wojcik gelöscht. Wohl kaum ein Schlagerfan hätte jemals damit gerechnet, dass die Bilderbuch-Ehe von Stefan Meross und Anna-Karina Wojcik mal den Bach runtergehen würde. Doch in diesem Jahr wurden sowohl die beiden Künstler als auch die Fans eines Besseren belehrt, denn nach wochenlanger Spekulationen machten die Schlagersängerin und der immer wieder Sonntagsmoderator kürzlich öffentlich, ja, sie haben sich getrennt. So viele Herausforderungen standen vor ihnen und konnten letzten Endes nicht von ihnen überwunden werden, wie es in ihrem Trennungsstatement hieß. Noch bevor das Eheaus von den beiden bekannt gegeben wurde, kochte die Gerüchteküche bereits über, denn es hieß, dass Anna-Karina bereits einen neuen an ihrer Seite haben soll. Dies bestätigte sie nur kurz nach der offiziellen Bekanntgabe der Trennung von Noch-Ehemann Stefan Meross. Lange hat sie somit nicht gebraucht, um wieder nach vorne zu schauen. Nun zieht auch der 47-Jährige nach, denn vor wenigen Stunden löschte er alle Bilder, und damit auch alle zuckersüßen Pärchenbilder mit Anna-Karina, von seinem Instagram-Account. Autsch! Stefan Meross Anna-Karina Wojcik, beginnt jetzt der Rosenkrieg? In ihrem Trennungsstatement klang es ganz danach, als würden sich Stefan Meross und Anna-Karina Wojcik trotz ihrer Trennung noch gut verstehen. Kurz darauf standen sie auch gemeinsam auf der Bühne und auch in Zukunft heißt es eigentlich, dass sie an einem Strang ziehen wollen. Die Entwicklungen in den vergangenen Tagen lässt an diesem freundschaftlichen Verhältnis jedoch zweifeln. Die Tatsache, dass die hübsche Blondine bereits jemand Neues an ihrer Seite hat, und Stefan Meross dies aus den Medien erfahren musste, war für jenen ein Schock, wie er selbst gegenüber der Bild verriet, für mich war es ein Schock. Das hat mich tief getroffen, ich habe da ganz schön daran zu knabbern. Zumal ich an dem Tag auch noch Geburtstag hatte. Anna-Karina hingegen ist sich keiner Schuld bewusst, wie sie demselben Medium offenbarte, Daniel und ich lernten uns Mitte November kennen, nach der Trennung, deshalb musste ich das nicht mit Stefan besprechen. Genauso wie er nicht mit mir über solche Dinge spricht. Oh je, das klingt mittlerweile aber nicht mehr so versöhnlich. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Verhältnis der Ex-Partner in Zukunft entwickeln wird.